Burgen, Ritter, Klöster. Sie stehen für eine fast tausendjährige Epoche, das Mittelalter. Lang galt die Zeit von 500 bis 1500 als finster und rückständig. Doch heute sind sich die Forscher einig. Das Mittelalter war erfinderisch und farbenfroh. In den Städten blüht der Handel. Ein selbstbewusstes Bürgertum entsteht. Die Klöster sind neben den aufkommenden Universitäten Leuchttürme des Wissens. Auf den Burgen herrschen Ritter, gepanzerte Profikämpfer, die ohne Furcht und Tadel sein sollen. Das Mittelalter fasziniert die Menschen noch heute. Ich möchte Ihnen zeigen, warum. Mein Name ist Lena Ganschow und ich nehme Sie mit auf eine spannende Spurensuche im Südwesten, in die Welt der Ritter. Unsere Entdeckungsreise beginnt am Rhein. Wie kein zweiter Fluss in Deutschland ist er dafür wie geschaffen. Überall ist das Mittelalter hier noch präsent. An jeder Ecke kann man sich in diese Epoche zurückversetzen. Sie sind wohl die auffälligsten Überbleibsel aus dem Mittelalter, die Burgen. Allein bei uns im Südwesten gibt es mehr als 2500 und die hier im Mittelrheintal gehören sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Für viele sind Burgen faszinierend, romantische Sehnsuchtsorte. Dabei ist nach wie vor nicht klar, warum die eigentlich gebaut wurden und vor allen Dingen, wie es sich damals dort wirklich lebte. Diesen Fragen gehen Forscher heute engagiert nach und wir sind dabei. Mit Experimenten untersuchen sie die Waffen des Mittelalters. Biologen gehen aufs Wasser, um das Vegetationsarchiv von damals anzuzapfen. Wissenschaftler unterziehen Ritterrüstungen einem Härtetest und wagen die Feuerprobe. Angriff auf eine Burg im Mittelalter. Oft wurde die Burgbesatzung erst durch eine Belagerung zermürbt und dann attackiert. Die Burg, ein Symbol der Macht. Deshalb war im Krieg und bei Fehden ihre Eroberung von großem psychologischem Wert. Doch wie belagerte und wie verteidigte man eine Burg im Mittelalter? Die Verteidiger konnten im Schutz von Mauern und Zinnen auf die Angreifer zielen. Doch reichte das? Oder hatte eine Burg auch Schwachstellen, die die Abwehr erschwerten? Besonders nachdem es ab Mitte des 14. Jahrhunderts Feuerwaffen gab. Am Mittelrhein will ich mir eine der Paradeburgen genauer anschauen. Sie liegt auf einem steilen Felssporn. Dieser Anstieg hat es ganz schön in sich, doch die Mühe lohnt, denn hier geht's zur Marxburg. Im Gegensatz zu vielen anderen Burgen wurde die nie zerstört. Das heißt, da oben kann man sehen, wie eine Burg im Mittelalter tatsächlich ausgesehen hat. Und nicht nur das, auf der Marxburg wohnt zudem einer, der sich richtig gut mit der Geschichte der Burgen auskennt. Die Marxburg ist die einzige unzerstörte mittelalterliche Höhenburg am Rhein. 39 Meter ragt hier der Bergfried, der höchste Burgturm in den Himmel. Eine Burg diente nicht nur der Verteidigung. Sie hatte verschiedene Funktionen, war Festung, Wohnort und Hof des Ritters. So wie mich heute Burgvogt Gerhard Wagner empfängt, so empfing der Ritter früher hier seinen Landesherrn. Von dem hatte er das Land und meist auch die Burg als Lehen bekommen. Dafür musste er ihm ewige Treue schwören. Die Marxburg ist ein kleines Labyrinth, durch das mich Gerhard Wagner führt. Er lebt seit vielen Jahren auf der Burg und ist als Geschäftsführer der Deutschen Burgenvereinigung zudem ein ausgezeichneter Kenner der Materie. Gemeinsam erklimmen wir den Bergfried und werden mit einem fantastischen Blick belohnt.
Im Angriffsfall war hier der letzte Zufluchtsort, der Panic Room der Burg. In schwindelnder Höhe, umgeben von Mauern, fühlt man sich auch ziemlich sicher. Hier haben wir außerdem auch die Zinnen. Welche Funktion hatten die? Ja, Zinnen hat man natürlich auf Burgen überall gefunden. Und das hatte natürlich erstmal wehrtechnische Gründe, weil die schützen einen ja, wenn man dahinter steht, bieten aber gleichzeitig die Möglichkeit, zwischendurch mal schnell zu schießen oder Stein runterzuwerfen. Mhm. Aber sie haben sich natürlich darüber hinaus, weil sie eben der Wehrhaftigkeit dienten, auch zum Symbol der Wehrhaftigkeit entwickelt. Das heißt, Zinnen sind genauso wie Türme und dicke Mauern auch Zeichen dafür, dass man bereit ist, sich zu wehren. Wer stand denn hinter diesen Zinnen? Sprich, wer hat denn die Burg verteidigt? Der Burgherr hatte natürlich seine Mannen, also die Burg war bemannt, wie man so schön sagt. Das sind also, ja, heute würde man sagen Soldaten, das waren ja keine Ritter. Der Ritter war ja nur der Adlige, dem die Burg gehörte. Und im Belagerungsfall, dann wurde natürlich die Burg auch durch zusätzliches Personal bemannt. Und wie so eine Burg im Mittelalter effektiv belagert und verteidigt wurde, das versuchen Wissenschaftler heute in aufwendigen Experimenten herauszufinden. Die wichtigste Fernwaffe war lange Zeit die Armbrust. Mit Hilfe einer Winde wird der Bogen mit sehr hoher Zugkraft gespannt. Ein Greifarm hält die Sehne. Der Schütze kann so ohne nennenswerten Kraftaufwand zielen. Verschossen werden kurze Bolzen. Denn die halten den hohen Beschleunigungskräften stand. Damit war die Armbrust dem konventionellen Pfeil und Bogen klar überlegen, um den Gegner auf Distanz zu halten. Steinbockhörner. Diesen Rohstoff benötigt Andreas Bichler, um mittelalterliche Armbrüste zu rekonstruieren. Ein anderer? Stiersehnen. Weichgeklopft verarbeitet er sie zu einzelnen Fasern. Der Ingenieur arbeitet ein Jahr an so einer Armbrust. Der schichtweise Aufbau mit den Sehnenfasern und Hornplatten ist extrem aufwendig. Doch diese Bauweise macht die Armbrust sowohl elastisch als auch stabil. Mittelalterliches Hightech. Und die kostet eben Zeit. Mit Knochenleim werden die unterschiedlichen Materialien verklebt. Faser für Faser, Schicht für Schicht. Das Dunkle ist Horn, das Helle die Sehnen. Der Bogen ist das Kernstück jeder Armbrust. Darauf lasten beim Schuss gewaltige Kräfte. Ausgelöst wird der Schuss mit der sogenannten Nuss. Diesen Greifarm aus Horn befestigt Bichler gerade am Schaft einer Waffe, die er originalgetreu dem mittelalterlichen Vorbild nachempfunden hat. Den Abschluss bildet der Mehrschichtbogen und darauf ein Steigbügel. Jetzt wird es ernst für die neue Armbrust. Wie schnell werden die Geschosse sein? Andreas Bichler bringt sein Messgerät in Stellung. Der Steigbügel kommt zum Einsatz. Er dient dazu, den Bogen ganz bequem stark spannen zu können. Der erste Versuch erfolgt aber sicherheitshalber nicht mit voller Kraft. Die Nuss hält die Sehne, der Bogen ist gespannt. Andreas Bichlers Nerven auch. Hält das Ding, an dem er ein Jahr lang gearbeitet hat? Alles geht gut. 45 Meter pro Sekunde beträgt die Abschussgeschwindigkeit. Die neue Armbrust hält. Das Experiment kann weitergehen. Kontinuierlich steigert Bichler die Bogenspannung. Und erreicht schließlich 60 Meter pro Sekunde, über 200 km/h. Damit konnte man von den Zinnen aus einen Gegner ganz gut auf Distanz halten. Wenn die Angreifer nicht herankamen, mussten sie sich eine Schwachstelle suchen, den Brunnen. Nicht selten versuchten die Belagerer der Burg buchstäblich das Wasser abzugraben. Damit durchschnitten sie eine Lebensader der Verteidiger
Auch deshalb hatten alle Burgen zusätzlich eine große Zisterne innerhalb ihrer Mauern, um darin Regenwasser zu sammeln. Burgvogt Wagner zeigt mir die Zisterne der Marksburg. Nicht schön, aber praktisch. Noch heute wird sie für das Brauchwasser genutzt. Dass das dann. Und wo ist der Brunnen? Jetzt kommt er erst unten an. Die Burg hatte natürlich ursprünglich auch einen Brunnen. Aber dieser Brunnen ist leider bei einem Erdbeben im 18. Jahrhundert versiegt. Da gab es eine tektonische Verschiebung im Berg. Und da musste man dann mit einer Zisterne sich Wasser hier, ein Reservoir bauen. Das war im Belagerungsfall dann schon sowas wie die Lebensversicherung, oder? Absolut. Ohne Wasser hätte man es nur ein paar Tage ausgehalten. Im Burghof ein weiterer Knackpunkt. Diese Dachstühle aus Holz, das sieht ja schon toll aus, aber ist auch eine Schwachstelle, oder? Ja, die haben ja teilweise glühende oder brennende Kugeln mit Katapulten oder mit Bliden in die Burgen reingeworfen. Also die Brandpfeile waren weniger das Problem, aber diese glühenden Kugeln, die konnten natürlich erstens mal das Dach zerstören und dann eben das Feuer auch gleich aufs Gebälk übergreifen lassen. Mhm. Und dann konnte dann die Gefahr bestehen, dass die Burg niederbrannte. Katapulte waren die wichtigsten Fernwaffen der Belagerer. Die gefürchtetste Munition im späten Mittelalter, Brandbomben. Ein Experiment soll die Wirkung der mittelalterlichen Wunderwaffen testen. Dazu bauen Forscher das Arsenal des Schreckens nach. Sie versehen Feuerballen mit kleinen Trichtern, um damit eiserne Sprengkugeln und Schwarzpulver zu verschießen. Die Bauanleitung für die Ballen haben die Wissenschaftler in historischen Quellen über ernstes und schimpfliches Feuerwerk gefunden. Der Tag des großen Feuerwerks ist gekommen. Weiträumig abgesperrt unter den mächtigen Mauern einer Burg wird der erste Brandballen platziert. Dann heißt es, Sicherheitsabstand wahren, auch für die Spezialisten. Das Feuerwerk hält sich in Grenzen, zumindest für unsere Augen. Wie aber wirkte es damals? Also ich denke, die psychologische Wirkung war sicherlich noch größer wie jetzt die tatsächliche physische. Für diese Leute war Brand, Brandverletzung, diese extreme Hitze in der Nähe, war sicherlich also schon sehr erschreckend. Vor allem dann, wenn es eben auch massenhaft eingesetzt worden ist. Massenhaft vorproduziert wurden auch solche Pechkränze. Sie bestanden aus alten Seilen, die in Salpeterlösung gekocht wurden. Auf die Dächer der Burg geschleudert, ließ sich damit ganz schön Schaden anrichten. Doch damit nicht genug. Der 16-rohrige Sturmkolben. So etwas wie das erste Maschinengewehr der Geschichte. Der Sturmtopf, der Molotow-Cocktail des Mittelalters. Gefüllt mit Schwarzpulver, Schwefel, Salpeter, zerbrochenem Glas und Blei. Kriegswerkzeug einer romantisch verklärten Epoche. Heute sind Burgen Sehnsuchtsorte. Das Knallen der Waffen ist längst verhallt. Selten konnten sie den Burgen wirklich etwas anhaben. Auch das haben Wissenschaftler herausgefunden. Zu Ruinen wurden die meisten Burgen erst, als sie ihre Funktion als Wehrbauten längst verloren hatten. Der Unterhalt einer Burg war teuer und oft genug fehlte schlicht das dafür nötige Geld. So wurden die Symbole einer vergangenen Macht schließlich aufgegeben und verfielen. Heute werden die Wehrbauten des Mittelalters nicht nur im Südwesten als Kulturdenkmäler geschützt und gepflegt. Sie sind zu Touristenmagneten geworden und mehr oder weniger leicht zu erreichen. Damals aber war die Erstürmung einer Höhenburg nicht einfach. Außen schützte sie eine Ringmauer mit Bastion und Tor. Die Hauptburg wurde überragt vom Bergfried, dem letzten Rückzugsort im Notfall.
Die Wohnräume des Burgherrn waren im sogenannten Palas. Hier gab es den großen Saal und die Kemenaten. Im Inneren der Burg Wirtschaftsgebäude mit Werkstätten, Vorräten und oft auch Ställen für das Vieh der Bauern, die sich im Notfall hierher zurückziehen konnten. Eine Kapelle gehörte im Mittelalter zu jeder Burg. Die Ritter vertrauten neben den Mauern auf den Schutz Gottes. Die Kemenaten waren die einzigen gut beheizbaren Räume der Anlage, in denen sich oft die Frauen aufhielten. Die hohen Damen waren von den täglichen Arbeiten befreit. Sie vertrieben sich die Zeit mit Stickerei, Lesen oder Kartenspiel. Doch in Zeiten der Belagerung war das nicht das reine Vergnügen. In den langen Jahrhunderten des Mittelalters war so manche stolze Burg gefallen. Die Marksburg konnte damals alle Angreifer abwehren, ein absoluter Ausnahmefall. Denn so stark und uneinnehmbar solche Mauern auch wirken, sie haben eine unsichtbare Schwachstelle. Und zwar hier, die Fundamente. An die Fundamente der Marksburg war aufgrund ihrer Lage nur schwer heranzukommen. Doch im Prinzip funktionierte das so. Mittelalterliche Mineure, Spezialtruppen bei einer Belagerung, gruben sich in langen Stollen an die Fundamente der Mauern heran. Knochenarbeit. Der Vortrieb mit Hammer und Pickel betrug oft nur einen Meter pro Tag. In den engen Stollen konnten immer nur wenige Männer gleichzeitig arbeiten. Waren sie endlich am Mauerfundament angekommen, wurde Holz aufgeschichtet. Viel Holz. Am Ende war der gesamte Hohlraum voller Holz, Reisig und anderer brennbarer Materialien. Die wurden dann alle angezündet und die enorme Hitze zerstörte schließlich das Gestein. Die Mauer oberhalb des Stollens brach in sich zusammen und der Weg in die Burg hinein war frei. Davor mussten die Mineure leiden. Das kann man heute noch nachfühlen. Es war eng, kalt und feucht. Dazu die permanent schlechte Luft durch Kienspäne, die zwar für Licht sorgten, dafür aber den wenigen Sauerstoff verbrauchten. Ein lebensgefährlicher Job. Um manche Burgen wurde erbittert gekämpft, denn sie bildeten machtpolitische Zentren der mittelalterlichen Gesellschaft. Diese Mauern trennten damals die Menschen, drin lebten die Ritter, draußen die Bauern. Inwiefern waren die trotzdem voneinander abhängig? Da bestand natürlich ein gegenseitiges Verhältnis von Schutz und Verpflichtung. Die Bauern waren verpflichtet, dem Ritter Abgaben zu leisten, damit er seinen Lebensstandard halten konnte. Er war aber auch verpflichtet, sie zu schützen gegenüber Angreifern, marodierenden Horden. Und da war der Lehnsherr verpflichtet, die Bauern zu schützen mit Soldaten und ihnen auch zum Notschutz in seiner Burg zu gewähren. Für ihre Abgaben erhielten die Bauern nicht nur Schutz, sie bekamen dafür von den Rittern auch Land zum Bewirtschaften. Die Bauern waren das Fundament der mittelalterlichen Gesellschaft. Über ihnen standen die Ritter, der Klerus, also die Geistlichen, und darüber wiederum die Fürsten und Könige. Alle standen aber in einem komplexen Abhängigkeitsverhältnis zueinander. Prozent der Bevölkerung waren damals Bauern und lebten im Schatten der Burgen. Sie wohnten zumeist in kleinen Gehöften, auf Land, das den Rittern unterstand. Die Bauern waren nicht frei. Und doch war es ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit, in dem Rechte und Pflichten einander die Waage halten sollten. Es war damals eine sehr einfache Landwirtschaft, mit viel körperlichem Einsatz und wenig Technik. Zudem verlief das Leben der Bauern streng im Rhythmus der Jahreszeiten.
In eindrucksvollen Monatsbildern ließ der französische Adlige Duc de Berry diesen Zyklus festhalten. Der Oktober, Zeit der Aussaat. Doch was wurde damals ausgesät? Am Bodensee wollen Wissenschaftler genau das herausfinden. Dazu werden Bohrungen am Seegrund durchgeführt. Die Schlammablagerungen des Sees, das sogenannte Sediment, sind für den Archäobotaniker Manfred Rösch das Vegetationsarchiv. Denn Pollen aus der ganzen Gegend sind hierher geweht worden und haben sich dann Schicht für Schicht abgesetzt. Ein Bohrkern aus einer Sedimentschicht des Mittelalters wird geborgen. Für die Forscher ein wichtiges Beweisstück, wenn es darum geht, welche Pflanzen früher angebaut wurden. Mit dieser Probe wollen wir dem bäuerlichen Leben vor mehr als 500 Jahren näher kommen. Die wissenschaftlichen Fakten liefert das Labor von Manfred Rösch. Die Proben sind so präpariert, dass er die einzelnen Pollen bestimmen kann. Und er kann ermitteln, wie häufig verschiedene Arten vorkommen. Die Zahlenverhältnisse verraten beliebte Obst-, Gemüse- und Getreidesorten. Äpfel zum Beispiel wurden am Bodensee schon im Mittelalter gern und viel angebaut. Linsen kamen auf den Tisch und bei Getreide dominierten Roggen und Dinkel. Ein faszinierender Blick in die Vergangenheit. Er offenbart auch, dass die Erträge sehr bescheiden waren, weniger als 10% der heutigen Durchschnittserträge. Doch Professor Rösch hat noch was herausgefunden. Wein war im Hochmittelalter und auch noch im Spätmittelalter das Volksgetränk. Man hat Wein auch gebraucht, weil in vielen Gegenden, wo in den Städten, wo dichtere Besiedlung war, war das Wasser ungenießbar und es war gefährlich, das Wasser zu trinken. Und da musste man eben auf Wein ausweichen. Armes Mittelalter. Wir profitieren noch heute davon. Damals wurde die Rebsorte Riesling kultiviert. Ein Spitzenwein, quasi aus der Not geboren. Das Monatsbild Juli des Duc de Berry. Bauern bei der Getreideernte. Daneben werden Schafe geschoren. Die Bauern waren damals vorwiegend Selbstversorger. Und das meist mehr schlecht als recht. Missernten und Tierseuchen führten immer wieder dazu, dass sie nicht viel besser aßen als ihr Vieh. Woher wissen wir überhaupt, welche Tiere im Mittelalter verzehrt wurden? Das ist das Spezialgebiet der Archäozoologin Elisabeth Stephan. Sie bestimmt Knochenfunde aus archäologischen Grabungen, zum Beispiel wenn eine Küchenabfallgrube eines Bauernhofs entdeckt wurde. Ich besuche die Forscherin in ihrem Labor in Konstanz. Das Landesamt für Denkmalpflege hat hier eine Außenstelle, die sich mit der Archäozoologie beschäftigt. Knochen, wohin man schaut. Ja, und das hier sind jetzt die Rinderknochen. Mhm. Mhm. Das ist ein Mittelhandknochen vom mittelalterlichen Rind. Mhm. Und Sie sehen, das ist ganz klein und zierlich und braun verfärbt durch die Bodenlagerung. Zwar komplett, ist ausgewachsen, das distale Gelenk ist verwachsen. Und zum Vergleich, wir hier ein heutiges Rind aus dem Schlachthof hier in Singen. Wahnsinn. Ist auch distal verwachsen, ausgewachsen, ungefähr das gleiche Alter, aber viel größer und schwerer vor allem. Mhm. Die Tiere waren ja im Mittelalter nicht nur kleiner, sondern man hat auch ganz andere Tiere gegessen. Welche denn? Ja, da steht ziemlich oben auf der Liste der Biber, weil der auch als Fastenspeise gerne genommen wurde, weil er als nicht als Landsäugetier galt, sondern eher als Fisch gezählt wurde, weil er eben im Wasser liegt. Und da haben wir auch Beispiele. Da haben wir hier einmal ein Unterkieferfragment vom Biber. Da sieht man einmal die Backenzähne und hier den Schneidezahn, mit dem er eben auch die Bäume benagt. Das heißt, Biber haben die gegessen und was noch? Biber haben sie gegessen. Was sehr viel gegessen worden sind, sind noch Wildvögel. Und da haben wir zum Beispiel den Storch, der verwendet worden ist. Genau, da sind verschiedene Storchknochen. Da haben wir einmal wieder die Elle. Mhm.
Und da sind auch solche dunklen Verfärbungen drauf, die vom Braten herrühren könnten. Ah. Andere Lebensmittel bedeuten andere Speisen. Stellt sich die Frage, wie schmeckte eigentlich das Essen im Mittelalter? Zusammen mit den Frauen der Mittelaltergruppe Anno 1476 wollen wir die Facetten der mittelalterlichen Kochkunst erkunden. Sie haben sich ein bäuerliches Festtagsmenü vorgenommen mit 9 Gängen. Dabei wurde auch getrickst. Herrgottsbscheißerle sollten Fastenspeisen vortäuschen. Die vermeintliche Fischpastete war tatsächlich mit Fleisch gefüllt. Der Höhepunkt des Menüs, eine Hammelkeule, mit Kräutern gewürzt. Pfeffer aus Indien wurde im Mittelalter mit Gold aufgewogen. Nichts für arme Bauern. Das Monatsbild November. Die Felder sind abgeerntet. Die Schweine werden in den Wald getrieben. Dort warten besondere Spezialitäten auf sie. Siggi, komm! Diese Leckereien wollen auch die Jungen nicht verpassen. Eicheln als Kraftfutter. Das hat in Spanien noch heute Tradition und liefert einen der teuersten Schinken. Unser Kochexperiment offenbart eine interessante Seite der mittelalterlichen Küche. Möglichst bunt sollte sie sein. Mit allerlei pflanzlichen Extrakten wurde versucht, den Speisen Farbe zu verleihen. Eine Schwierigkeit des Kochens damals, es gab weder Uhr noch Thermometer. Wie lange die Pasteten und der Braten in den Holzbackofen mussten, war deshalb absolute Erfahrungssache oder ganz einfach Glück. Was bei den Bauern in den Backofen und später auf den Tisch kam, hing auch davon ab, wie viel ihnen nach den Abgaben an den Grundherren übrig blieb. Ja, aber du sollst uns Eier bringen oder Geld und keine Hühner. Bis zu 30% ihrer Erträge mussten die Bauern an ihre Schutzherren, die Ritter, abgeben. Das war sehr viel, da die meisten Bauern gerade so über die Runden kamen. Eine schlechte Ernte und schon hatten sie ein großes Problem. Abgerechnet wurde in Naturalien, aber auch mit Geld. 1 Gulden, 2 Schilling. Das heißt, 10 Schilling stehen aus. Der Volksprediger Berthold von Regensburg sprach der Landbevölkerung aus der Seele. Ihr habt gelebt so manchen üblen Tag in großer Arbeit, spät und früh. Und müsst eben alles das arbeiten, dessen die Welt bedarf. Und von dem allzusammen wird euch mit Not nur so viel bleiben, dass ihr nicht viel besser esst als eure Schweine. Nach all den Abgaben blieb den Bauern oft nicht viel. Immerhin waren die Erträge meist eh nicht üppig und so kämpften viele Bauern ums nackte Überleben. Festessen, zum Beispiel zu Hochzeiten, waren die große Ausnahme und immer eine besondere Freude. Die Mühen der Experimentalköchinnen werden belohnt. Das bäuerliche Festtagsmenü ist ihnen gelungen. Alle 9 Gänge können sie auftragen. Und wie schmeckt es nun? Vielfältig, würde ich sagen. Die Fischpastete wird mit einer Mandel-Knoblauchsoße serviert. Spezielle Soßen sind ein Markenzeichen der mittelalterlichen Festtagsküche. Die Hammelkeule ist zart rosa gebraten. Dazu wird Pflaumensoße gereicht. Lecker. Und die mittelalterliche Götterspeise? Richtig bunt. Experiment geglückt. Alle satt. Zurück zum Symbol des Mittelalters, der Ritterburg. Mit ihren Bewohnern, den Rittern, verbindet man bis heute die ritterlichen Tugenden: Demut, Würde, Höflichkeit, Treue und Tapferkeit. Aber wie wurde man damals überhaupt Ritter?
Der Traum vom Ritterwerden war im späten Mittelalter zumeist nur Söhnen von Adligen vorbehalten. Doch auch die hatten eine lange Lehrzeit vor sich. Neben dem Holzschwert waren Reiterfiguren aus Ton das Spielzeug der angehenden Ritter. Immerhin kämpfte ein Ritter zu Pferde. Das machte ihn zum gefürchtetsten Profikrieger des Mittelalters. Im Turnier kämpfte er um einen ehrenhaften Sieg. Ein junger Traum für Generationen, in voller Rüstung, hoch zu Ross, den Farben des Wappens durch Tapferkeit Ansehen verleihen. Seine Vollendung aber fand der Ritter im Kampf für seinen Landesherren. Tugendhaft und respektvoll dagegen sollte der Umgang mit hohen Damen sein, idealerweise zumindest. Durch Mut und Tapferkeit im Turnier erwarb er sich die Zuneigung der Angebeteten. Unverzichtbare Helfer im Turnier waren die Knappen. Doch bevor man mit 14 Jahren Knappe eines Ritters werden konnte, musste man sich im zarten Alter von 7 Jahren auf der Burg eines befreundeten Ritters als Page bewähren. Hier lernte der Page, höflich zu sein. Wenn der Ritter Hof hielt, musste der Ritterlehrling den Gästen erst einmal beim Händewaschen vor dem Essen behilflich sein. Damit konnte er dem Höherrangigen im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser reichen. Danach trug der Page die Speisen auf, die er in mundgerechte Happen zerteilte. Die Tafelrunde des Ritters aß dann mit den frisch gewaschenen Fingern. Trotz aller höfischen Pracht, die meisten Jungen faszinierte vor allem die Welt der Waffen und Rüstungen. Solche Rüstungen waren lange Zeit das Erfolgsgeheimnis der Ritter, denn der harte Stahl schützte viele Körperstellen vor den Hieben und Schüssen der Gegner. Deswegen wurden die Rüstungen auch immer ausgeklügelter und von hochspezialisierten Handwerkern hergestellt, den sogenannten Plattnern. Die Rüstungsschmiede des Mittelalters waren wahre Künstler. Aus einer Platte hämmerten sie einen kompletten Helm. In der Werkstatt von Peter Müller in Orschweier lebt dieses mittelalterliche Handwerk weiter. Er versucht, möglichst authentische Rüstungen nachzufertigen. Das ist eine handwerkliche Herausforderung, denn seine Rekonstruktion muss so funktional wie das Original sein. Und auch noch genauso gut aussehen. Ich darf es auch mal versuchen. Die Lederschürze schützt gegen Funkenflug. In der Esse bringe ich die Stahlplatte zum Glühen. Dann lässt sie sich leichter formen. Hoffentlich. Peter Müller ist ein geduldiger Mensch. Und eine kleine Rundung bekomme ich irgendwann auch hin. Gar nicht so einfach. Maschinen helfen dem modernen Plattner dabei, etwas Zeit zu sparen. Trotzdem ist das Schmieden einer kompletten Ritterrüstung noch immer jede Menge Handarbeit. Er braucht gut 500 Stunden, um die bis zu 3 mm dicken Stahlbleche in die rechte Form zu bringen und anschließend daraus einen kompletten Harnisch zu fertigen. Maßarbeit. Wenn der Landesherr seine Vasallen zum Feldzug rief, mussten sie ihrem Treueschwur Folge leisten und in die Rüstung steigen. Das war eine anstrengende Prozedur, der Knappe dabei ein wichtiger Helfer. Beinlinge aus vernieteten Eisenringen schützen vor Schwerthieben im Sattel. Mit Riemen wurden sie sorgfältig fixiert. Wattierte Unterpolster sollten die Wucht von Schlägen und Stichen abdämpfen. Der Gambeson, der Unterrock der Ritterrüstung. Und die Sporen, ein wichtiges Hilfsmittel der Reiter. Das Panzerhemd, die Alternative zum Plattenpanzer.
Natürlich wurde der Kopf besonders geschützt. Dieser Ritter vertraut einem Sandwich-Konzept. Eine einteilige Helmschale und darüber eine Kettenhaube. Die optimale Rüstung ist immer ein Kompromiss zwischen größtmöglichem Schutz und bester Beweglichkeit. Schwert und Schild sind die Standardwaffen der Reiterkrieger. Fehlt noch der Vollvisierhelm für den soliden Kopfschutz. Eine gute Stunde waren Ritter und Knappe insgesamt mit dem Ankleiden beschäftigt. Der Helm wird eingesetzt. Sehr viel länger braucht Matthias Zimmermann für seine Arbeit. Er übt das alte Handwerk des Saarwürkers aus und fertigt Ringpanzer. Das ist ja unglaublich viel Arbeit. An so einem Hemd sitzt er zurzeit 400 bis 500 Stunden. Also fast 100 Tage für ein Hemd. 30.000 Eisenringe mit einem Durchmesser von 10 mm verkettet er dazu miteinander. Mit winzigen Stiften vernietet er jeden einzelnen Ring. Das ist filigrane Arbeit. Eindeutig nur etwas für Feinmotoriker. So, wo machen wir jetzt weiter? Am besten hier? Hier, fortlaufend. Durch die großen Ringe kann man sie mit der Hand zubiegen. Die Flexibilität ist der große Vorteil des Eisenringgeflechts. Aber die Herstellung? Ja. Puh. Super. Aber eingestellt. Ganz schöne Fisselarbeit und Geduld braucht man auch. Doch dann kann man am Ende seine Meistermarke in den fertigen Ringpanzer einflechten. So ein schützender Ringpanzer ist das eine, doch wie kämpfte man da drin? Vor allem hoch zu Ross. Immerhin kommt das Wort Ritter ursprünglich von Reiter. Und schon deshalb ist ein Ritter ohne Pferd kaum vorstellbar. Tatsächlich brauchte es hartes Training, um aus einem derart gepanzerten Reiter einen wendigen Profikrieger zu machen. Hartes Training von klein an. Fechten war kein wildes Hauen und Stechen. Es lief, wie so vieles in der ritterlichen Welt, nach genauen Regeln ab. In schwerer Rüstung, hoch zu Ross mit der Lanze, erprobte der fortgeschrittene Knappe den Turnierkampf mit tatkräftiger Unterstützung. Die Ritter kämpften dann auf Leben und Tod. Zum Beispiel für den Landesherrn als Gegenleistung für das Lehen, das sie von ihm bekommen hatten. Oder in Fehden für die eigene Herrschaft. Aber auch zum Schutz der untergebenen Bauern. Doch nicht jede Rüstung erfüllte im Zweikampf dann tatsächlich ihre Schutzfunktion. Zurück im Heute. In der Werkstatt legt André Pfeiffer-Perkun seinen von Peter Müller rekonstruierten Komplettharnisch an. Wir wollen wissen, wie beweglich er darin ist. Die Aufwärmübungen fallen kurz aus, denn unter der Rüstung wird es André schnell recht warm. Trotzdem gibt er alles. Leitern klettern war bei Belagerungen sehr wichtig oder zum Fensterputzen. Und sogar einen abgewandelten Purzelbaum kriegt er hin. Respekt. Nähen mit Ritterhandschuh. Auch das geht. Hätte ich nicht für möglich gehalten. In Ermangelung eines Pferdes zeigt André auf dem Drahtesel, wie beweglich man in der Eisenhaut ist. Zumindest, wenn die gut gemacht ist. Für ein Mittelalterspektakel braucht man nicht unbedingt eine 100% authentische Rüstung. In Angelbachtal bin ich mit dem Historiker Jörg Pelzer verabredet. Ihm ist klar, um historische Genauigkeit geht es hier nicht. Das Mittelalter fasziniert die Menschen bis heute. Es gibt große Spektakel, Ritterturniere. Was glauben Sie, woher kommt das?
Schwierige Frage. Es hat sicherlich was mit dem Wunsch damit zu tun, in eine andere Welt mal einzutauchen. Und das Mittelalter ist natürlich auch immer noch präsent für uns heute hier in der Region. Wenn Sie sich die Bauten anschauen, die Kirchen, die Burgen, die Ruinen, die Sagen und Geschichten hören, das Mittelalter begegnet uns oft auf Schritt und Tritt. Und da mal für ein Wochenende zumindest das Versuchen für sich zu erleben, da liegt sicherlich eine große Faszination. Ein Schaukampf als Teil der Mittelaltershow. Waren die Ritterturniere damals auch nur Spektakel? Ein ganz hohes Gut in dieser Gesellschaft war die Ehre. Je mehr Ehre man hatte, desto besser für den eigenen Rang. Und der Rang war ganz zentral. Und bei einem Turnier, da gab es Ehre en masse zu gewinnen, aber auch zu verlieren. Und für den Veranstalter eines Turniers, einen König oder einen Fürsten, war es wichtig, dass möglichst viele kamen, dass ein möglichst großes Spektakel stattfand, dass auch möglichst ordentlich ablief, keine Tumulte und so weiter und so fort, um somit eben die eigene Position, auch den eigenen Herrschaftsanspruch schön kommunizieren zu können. Um dieses hohe Gut der Ehre ging es natürlich auch im blutigen Kampf Mann gegen Mann, wenn der Ritter für seinen Lehensherrn in den Krieg ziehen musste. Aufgeben kam nicht in Frage, selbst wenn das Pferd längst gefallen war. Das Schlachtfeld bot auch dem Knappen Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Hier konnte er beweisen, dass er zu einem Ritter herangereift war. Die Schlacht ist geschlagen. Die Männer werden Zeugen einer wichtigen Zeremonie. Der Landesherr gürtet dem Knappen ein Schwert um und macht ihn somit zum Ritter. Diese Schwertleite wurde später durch den berühmten Ritterschlag ersetzt. Nach 14 langen Ausbildungsjahren als Page und Knappe seines Herren hat er sich endlich seine Sporen verdient. Damit konnte er nun selbst Herr auf einer Lehnsburg werden. Über 2500 solcher Adelssitze gab es damals im Südwesten. Wie hier in Meersburg prägen die stolzen Burgen der Ritter unser Land bis heute. Sie zeugen von der fast tausendjährigen Geschichte des Mittelalters und von einer Gesellschaftsstruktur, die auf gegenseitigen Abhängigkeiten aufgebaut war. Schutz gegen Treue und Abgaben.